Have fun, guys. Your Darek. Also wir sind jetzt auf dem Deutsche Center Court und wir sind hier, weil, keine Ahnung, weil, was? Wir das Halbfinale vom 74. Internationalen. Und Sie sind? Thomas Fuchs. Thomas Fuchs. Und, was wollen Sie hier? Ja, ich bin der Falk Murtemann und ich bin auch im Halbfinale vom Darek Rosenhof Cup. Darek Rosenhof Cup. Okay, Rosenhof Darek Cup. Ist egal. Okay, Finale. Thomas gegen Falk. Bitte, Auslosung. Darek Spitze. Darek Spitze, ja, ich spiele nicht. Du willst gegen mich spielen, ja? Ja, mach was anderes heute. Und unten oben. Okay, Freunde, viel Spaß, ein gutes Spiel. Falk. Nicht der große Falk, der Riese, 3 Meter, grün. Das war ein Film, amerikanischer Actionfilm. Okay, Falk. Fängt an und schlägt auf Thomas. Zweite Halbfinale. Jesteśmy w drugim półfinale. Jak już zdążyliście się Państwo przekonać, wewnątrz niemiecki. Czyli na korcie centralno-niemieckim mamy Görlitz. Obydwóch zawodników jest Görlitz. A na drugim hiszpańskim korcie centralnym mieliśmy Lubań. Czyli mecz wewnątrz lubański. Nie mylić z Włodzimierzem Lubańskim, bo to był były piłkarz, komentator aktualnie wydarzeń piłkarskich. No i 30-0. O, świetny retor. Falk chciał zaskoczyć Tomasa, Falk wolte, ten Tomas i Boraszyn. Ale pasje bawa. Bardzo nie szkód. Łatwy błąd i po 30. Po 30 fart na Tomasa. Chodź beide. Zweite Auflage. Znowu atak przy siatce. No i piłka dobra. Świetny lot Tomasa. No i po 30-0 piłka breakowa. Jak nie ma pierwszego serwisu, to drugi będzie taką, raczej taką packą. Chociaż coś tu próbuje. Ajajajaj. To chyba pierwszy raz jakiegoś czasu, kiedy filmuję i Falk postanowił zagrać normalny drive. Jeden zero. Thomas Fuchs serwuje na Falka Modemana. 1-0 für Thomas. Und schlägt jetzt auf. Dobry ten Slos. A nie dał rady. Ładna akcja. Slice po crossers, slice po linii, siatka i
Kapitan aus der Wolle. Ja, das sind die Schläge, die gefährlich sind. Ich meine die Schläge von Falk. Der unterschnittene Rückhand, also Slice-Rückhand. Ist gefährlich. Ja, genau, wieder das gleiche. Die gleiche Geschichte und. Oh, 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 oh. Na, schade. Aber das ist diese Art von Spiel von Falk. Rückhand Slice auf Vorhandseite. Man könnte denken, Vorhand blöd oder so. Nein, nein, das ist eine gefährliche Wahl. Vor allem zuerst mal erwartet den Ball auf die Rückhandseite und dann plötzlich ja, zum Vorhand spielen. Na, ist egal. No i to mamy 2-0. Na razie w meczu Tomasz Falk 2-0.